Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Gran Turismo 5. Dieses Mal wieder als Let's Play Format und das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht. Ich hoffe, dass ich nicht eingerostet bin. Und ja, ihr seht schon, wir fahren hier mit unserem Lancer Evo 5 von Gran Turismo 2000. Und zwar fahren wir heute die letzten Rallye-Events hier. Und zwar, könnt ihr euch sicherlich erinnern, im letzten Stream, da waren die Events ein bisschen verbuggt und für die Mastermod kam ein neues Update raus. Und ja, ich hoffe, dass es diesmal jetzt funktioniert. Ich drücke mal auf hier auf X. Oh. Ach, Mann. Ich habe... Okay, dann ändern wir das ganz schnell. Ey, ich kann euch schwören, in der Beschreibung stand da 58 kW, also 257 kW, ich laber wieder Scheiße hier. Und zwar hier, guck mal, in der Videobeschreibung, da steht 258 kW, das habe ich auch so entsprechend angepasst. Aber jetzt egal, wir starten und ich hoffe, das funktioniert diesmal. Und ja, wir werden heute in diesem Part nur die Rallye-Events hier fahren. Ich möchte es so machen, dass ich zukünftig nur noch 30-Minuten-Parts hier veröffentliche. Also es kann sein, dass wir auch zwei Events fahren gleichzeitig. Und yo, ich bin mal gespannt. Ja, das sieht eigentlich soweit gut aus. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das hier... Ist das Rallye-Event nicht irgendwie neu? Also beziehungsweise dieser Template hier. Ach, keine Ahnung. Und wir fahren wieder ein bisschen hier Rallye. Ein bisschen Dirt-Rally-Style auch dann, ne? Nur die Strecken Dirt-Rally sind deutlich, deutlich hübscher, finde ich. Und auch ein bisschen schwieriger, also nicht ein bisschen, deutlich schwieriger. Aber wir fahren jetzt hier auch fortgeschritten und ja, wir müssen hier warten, bis hier unser Teamkollege dort fährt. Ich glaube, es ist der, ist derselbe Evolution Lancer wie unseres, nur halt diese Mikahakinen Edition, glaube ich. So heißt, glaube ich, die Edition. Oh, stimmt, der Typ zählt runter. Und ich hoffe, dass wir auch schnell genug sind hier. Und wenn ich mich nicht täusche, läuft ja auch gleich Musik oder läuft jetzt gerade Musik. 300. Boah, geht von der Beschleunigung her. Ich hoffe, dass wir schnell genug sind hier. Und ich glaube, ich werde gleich oder später im nächsten Part die Musik ausschalten. Ja. Okay, läuft sehr gut. Knapp eine Sekunde im Vorsprung jetzt. 300, genau. Welches Land ist das denn hier? Das möchte ich mal gerne wissen. Ich weiß gar nicht mehr, welches Land es... Oder ich weiß überhaupt nicht, welches Land es hier darstellt. Ein bisschen konzentrieren. Okay, ich brauche nicht zu konzentrieren. Das ist doch relativ einfach. Einfacher als gedacht. Zum Glück. Ich kann auch gerne mal eine andere Perspektive fahren. Ich glaube, der Wagen hier ist ein Standardfahrzeug. Weswegen ich glaube auch so fahre. Denn Standardfahrzeuge sehen hässlich aus. Aber ich bin jetzt eigentlich kein großer Feind davon. Und übrigens, ich fahre hier mit Traktionskontrolle. Das ist, habe ich jetzt gerade festgestellt. Ich weiß aber gar nicht, welche Perspektive ich fahren soll. Aber Victory, das ist die Hauptsache, ne? Ja. Hallo? Okay, ich dachte schon, das Spiel wäre wieder abgeschlossen. Aber ey, gegen Ende 9/10 nur Vorsprung gehabt. Das ist doch nicht so einfach wie gedacht. Deswegen werde ich auch schön jetzt gleich die Traktionskontrolle ausschalten. Und dann fahren wir mal ein bisschen Rider hier. Ja, im nächsten Part werden wir dann Aspect weitermachen. Und da gibt es eine traurige Nachricht. Das habe ich vergessen am Anfang zu erwähnen. Und zwar die versteckte Aspect-Events. Die sind verschwunden. Es gibt da eigentlich einen großen Grund dafür. Und zwar schützt jedes Mal die PlayStation ab, wenn man die Spezial-Events fährt. Also nicht die Spezial-, ja, auch unter anderem die Spezial-Events. Aber auch wenn man die Aspect-Events, die versteckten Aspect-Events fährt, dann stürzt das Spiel leider auch ab, weswegen es einfach keinen Sinn macht, dass man da die Rennen fährt. Aber der Modder Nankai, der wird schön hier hoffentlich ein großes Update rausbringen für die, versteckten Aspect-Events. Und die werde ich natürlich dann auch nachholen, die Aspect-Events, falls ein Update rauskommt. Ich bin mir eigentlich sicher, dass da auch ein entsprechendes Update kommt. Und ich weiß immer noch nicht, welches Land das hier sein soll. Irgendwie, glaube ich, so Afrika auch da jetzt, ne? In Südafrika, vielleicht irgendwie auch England, Schottland, so Dirt Rally 2 Schottland vielleicht. Ist ein bisschen zu grün hier und zu gutes Wetter, glaube ich, für Schottland. Zu schönes Wetter, habt ihr das verstanden? Also Schottland hat auch bestimmt schönes Wetter auch mal, aber eigentlich ist, wenn ich so England und Schottland so denke, dann denke ich immer so auch, ja, recht verregnet alles, ne? Und dementsprechend, ja... Ist Schottland eigentlich ein schönes Land? Ne? Ich wollte eigentlich mit einem Kollegen, mit dem Pyro Kaboom, ich glaube nicht, dass er das Video sich anschaut,
kann über ihn eigentlich lästern, aber das tue ich jetzt nicht. Aber jedenfalls wollte ich mit Pyrokabum eigentlich zu Silvester letztes Jahr nach England fliegen, da halt London ein bisschen Silvester verbringen. Aber das war alles zu kurzfristig gewesen und dementsprechend konnte ich leider London nicht besuchen. Das erste Mal wäre es auch gewesen. Ich hatte nie irgendwie eine Klassenfahrt gehabt. Und immer wieder höre ich so von anderen Kollegen, die halt eine andere Schule besuchen, so eine Realschule oder Gesamtschule, keine Ahnung, die haben immer England besucht und ich war irgendwie der Einzige, oder meine Klasse war irgendwie, oder besser gesagt Schule, war immer die einzige Schule gewesen, wo ich, ja, nicht in England war. Ein Klassenausflug, ich hatte nur eine einzige Klassenausflug, glaube ich, in Sauerland. Kann ich ja, glaube ich, ein bisschen Werbung machen. Und zwar gab es da eine Jugendherberge in Burg Altena. Ich weiß nicht, ob ihr diese Jugendherberge kennt, aber wir haben da mal halt übernachtet für 3 Tage, glaube ich. Das war aber die Grundschule, das war noch die Grundschule gewesen. Meine 4. Klasse war das. Und ich kann ja was Peinliches, was Cringiges sagen. Und zwar hatte ich da Heimweh gehabt und da habe ich sogar einen Tag mal richtig geheult, ey. Warum erzähle ich das? Keine Ahnung, ein bisschen Cringe-Material rausbringen. Und 5 Sekunden Vorsprung, yo. Und insgesamt jetzt 6 Sekunden, wenn ich mich nicht täusche, ja, genau. Ja, ich hatte einmal Heimweh gehabt, aber so richtig krass. Ich kann mich da noch bis heute noch daran erinnern, da war ich, wie alt war ich da? 10 oder 11 Jahre alt, irgendwie so. Und ey, ich habe meine Eltern richtig vermisst und da habe ich richtig geheult. Aber ich kann aus meiner Verteidigung sagen, ich war nicht der Einzige gewesen, der richtig krass geheult hat, ne? Dementsprechend, ja, kann ich das so sagen, ruhig. Ich möchte keine Namen nennen, darf ich sowieso, glaube ich, auch nicht. Und ich kenne die, ich weiß auch gar nicht, wo die, ob die überhaupt noch leben oder beziehungsweise, ich habe keinen Kontakt mit denen mehr. Aber jedenfalls, ich war nicht der Einzige. So, jetzt genug Cringe-Material. Das sieht aber wirklich nach, irgendwie nach Afrika aus hier. Ich weiß nicht wieso, aber das sieht wirklich nach Afrika. Afrika kann auch grün sein, ne? Ist jetzt, muss nicht unbedingt eine Wüste sein oder so, aber Südafrika ist, glaube ich, auch relativ grün. So, Mitte Afrika oder halt Südafrika, so ungefähr. Da ist, das ist ziemlich grün auch. Da kann es auch mal richtig viel regnen und da ist auch die Hitze nicht so extrem. Am Äquator ist es halt immer sehr, sehr grün auch, ne? Bestes Beispiel ist ja Brasilien. Da gibt es ja halt eine richtige Dschungel, also ein Dschungelgebiet auch. Und in Afrika gibt es dementsprechend auch solche grüne Landschaften natürlich. Afrika, zum Beispiel auch hier Ägypten oder so, ist ja auch so in Afrika. Das ist ja alles natürlich Wüste und alles nur gelb. Und das war relativ kurz. Wird mir aber auch locker gewinnen. Hoffe ich mal. Wir achten mal. Oh, ja, unsere KI hat wahrscheinlich sich verbremst und deswegen sind wir so spät erst stehen geblieben. 2 Sekunden Vorsprung. Sollten wir am Ende, ja genau, 8,4 Sekunden Vorsprung haben. Und oh, es geht noch weiter. Eieieiei, okay. Dann fahren wir mal weiter. Ich kann schon mal überlegen, welches Fahrzeug ich dann für die nächsten Events fahre. Also nicht für Fortgeschritten. Wir sind hier, glaube ich, bei Fortgeschritten aktuell. Mal gucken, was wir dann noch für Meisterschaften fahren. Ist relativ lang hier, die Etappe, ne? Okay, ja, alles passt soweit. Vielleicht passe ich nächstes Mal ein besseres Auto. Also, das ist doch relativ langweilig jetzt, merke ich gerade. Aber wir fahren trotzdem jetzt hier zum Schluss. Also mit dem Wagen hier, definitiv. Ich habe sonst nichts anderes vorbereitet für diesen Part eigentlich. Jetzt so spontanikus ein neues Auto aufbauen, ist auch ein bisschen wie blöd. Oh, die jubeln hier die ganze Zeit. Die klatschen hier ein bisschen, geht nicht mehr, die Zuschauer. So langsam tun bestimmt ihre Hände weh auch, so wie sie klatschen. Vor allem, hier sind gerade immer noch 4 Autos, ne? Und das ist doch kein spannendes Rennen eigentlich. Keine spannende Etappe, Rallye-Etappe. 1, 2 rechts. 2 rechts, okay. Also müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Habe ich überhaupt jemals hier gebremst jetzt in dieser Etappe hier? Ja, ich glaube schon. Habe ich aber nie so drauf geachtet. Und ich glaube, ich hab zu früh auf 4. Gang hochgeschaltet, aber jetzt kommt eine langgezogene Rechtskurve. Jetzt müssen wir gleich bremsen. Ist wahrscheinlich, ja, jetzt müssen wir aber bremsen. Okay. 3 links. Ich kann ja vielleicht einfach so eine Art Mission für mich machen, beziehungsweise halt eine Aufgabe für mich, dass ich 300. Mal vielleicht eine Etappe komplett ohne Bremse vielleicht durchfahre. Heißt also, entweder Wallrides die ganze Zeit machen oder
die Bremse loslassen. Irgendwie sieht das hier verbuggt aus. Das liegt, glaube ich, aber an der Mastermod. Das ist wirklich ein Problem von der Mastermod, weil ich bin mal ein paar Online-Rennen gefahren auf solche generierten Strecken und da sehe ich häufiger solche Grafikfehler. Über 1000? Okay. Dann fahren wir jetzt geradeaus. Kann sein, dass wir vielleicht den da vorne treffen auch. Wäre nicht so schön. Oh! Ne? Kann gut singen, ich weiß. Kann ich hier hupen? Ja, ich kann hupen. Ich habe immer noch nicht nachgefragt, ob wir die Sega-Hupe haben. Muss ich nochmal irgendwie nachforschen, ob wir die Sega-Hupe haben. Und das ist definitiv über 1000 hier. Definitiv über 1000. Ende! Ich glaube, hier sollten wir aber auch komplett durch sein, oder? Weißt du, ich hab irgendwie Bock. Nein, es geht noch weiter. Was? Okay, wir fahren, glaube ich, hier auf 5 Wertungsprüfungen. Ich glaube, ich kaufe mir doch gleich ein neues Auto, weil es ist ein bisschen langweilig, immer hier mit diesem GT2000 Lancer zu fahren. Ich hätte auch hier eigentlich diese übersteuerte Musik da von GT2000 hier abspielen sollen, aber nee, das habe ich schon einmal getan. Das ist dann, glaube ich, unlustig, wenn ich das noch einmal tue. Dementsprechend, keine Sorge, das wird eine ruhige Folge. Nee, das werde ich auf jeden Fall nicht tun, keine Sorge. Ich werde keine Jumpscares hier einbauen. Okay, die Sonne ist relativ weit unten. Ich glaube, das ist definitiv die letzte Etappe jetzt. Definitiv. Definitiv nein. Ne? Kennt ihr das? Von TV Total war das. Also so ein Nippel. Ne? Also so heißen diese Knöpfe bei Stefan Raab. Ich vermisse übrigens den Stefan Raab. Ne? Habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. Oh, da sehen wir übrigens noch ein Flugzeug fliegen. Auch sehr nice. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, ich vermisse den Stefan Raab. Ich glaube, viele vermissen den auch. Ich kenne aber einige, die hassen den Stefan Raab, wie es auch immer. Das ist ihre Sache. Ich mag den Stefan Raab und ich war auch todtraurig gewesen, als er dann verkündet hat, dass er aufhört mit TV Total, beziehungsweise die letzte Folge von TV Total war auch sehr, sehr emotional traurig, ey. Vor allem die letzten Minuten, beziehungsweise eigentlich die letzten Sekunden, als Elton und Stefan Raab hier diesen Aufzug genommen haben und runtergefahren sind. Da konnte man nicht sehen, also da hatte man auch gesehen, der Stefan Raab hat auch geweint. Echt traurig und ich hoffe immer noch, dass er irgendwann mal ein Comeback feiert, so wie der Michael Schumacher mal. Der hat ja auch 2006 gesagt, yo, kein Bock mehr auf die Formel 1. Und dann zack, 3 Jahre später kam er wieder zurück. Ursprünglich wollte ja Michael Schumacher schon 2009 wieder fahren, als Felipe Massa diesen Unfall hatte in Ungarn im Qualifying. Da hat er so einen Federteil abbekommen auf dem Kopf und war dann halt für die ganze Saison dann halt nicht mehr fähig zu fahren. Und da wollte ursprünglich eigentlich der Michael Schumacher dann den Massa ersetzen, aber der hatte ein paar Monate vorher einen Motorradunfall gehabt. Dabei hat er sich irgendwie am Rücken verletzt, an der Wirbelsäule glaube ich sogar auch. Und das war noch nicht verheilt gewesen, deswegen hat er kein Starterlaubnis bekommen von den Ärzten, weswegen er leider nicht fahren durfte, der Michael Schumacher. Auch sehr, sehr schade. Ich hatte mich so riesig gefreut, für Michael Schumacher 2009 schon zu fahren, aber ich glaube, das war vielleicht sogar eine gute Entscheidung gewesen, 2009 nicht zu fahren für Ferrari, weil 2009 war, meine ich, mit 2020 die schlechteste Saison von Ferrari seit Jahrzehnten und ich denke mal, das war auf jeden Fall gut gewesen. Und ja, wir wissen ja alle, 2010 hat er dann sein Comeback gefeiert für Mercedes mit Ross Brawn. Ross Brawn halt ein großer, also nicht Ross Brawn ist sein Teamchef, nicht der Teamkollege. Der Teamkollege war ja Nico Rosberg gewesen. Und Ross Brawn war halt ein sehr guter Freund von Michael Schumacher oder umgekehrt auch. Und ja, er hat dann so sein Comeback gefeiert, wegen Ross Brawn, glaube ich, weil er sein bester Freund, aber ein sehr, sehr guter Freund ist von Michael Schumacher. Und der Ross Brawn ist ja heutzutage der Chef von der Formel 1. Und jawoll! Ja, die Meisterschaft haben wir gewonnen. 7 Minuten haben wir insgesamt gebraucht. Das ist ja... Wow! Ja, schon lange gedauert hier. Ich glaube, ich hole mir ein neues Fahrzeug und diesmal übertreibe ich das nicht mit dem KW.
Beziehungsweise ich werde dann, glaube ich, nicht den Wagen irgendwie runter, also von Gewicht her senken. Wir gucken mal nach, was wir für ein Auto noch kaufen können. Was so typisch Rallye-mäßig ist als Straßenfahrzeug auch. Da gehen wir dazu zu Händler und ich habe keine Ahnung, was für ein Auto ich nehme. Aber ich denke mal, wie wäre es mit einem Toyota? Da müssen wir unter T nachschauen. Das Coole ist, wir können ja hier alte Standardautos auch kaufen, ne? Und deswegen, ich möchte mal hier ein 4x4-Fahrzeug aussuchen. Und bei mir hat gerade eben das Handy vibriert. Hier, geile Name, geile Matiko. Das ist ein FF, ich möchte ein Allrad haben. Das ist, ja, das ist ein Allrad. Und den tun wir dann halt auf 258 kW. Welche Farbe? Rot sieht eigentlich ganz gut aus. Ich meine sogar, dass wir mit diesem Wagen hier in Gran Turismo 4 gefahren sind, die Spezial-Events. Also die Spezialveranstaltung ist es ja in Gran Turismo 4, die Rallye-Events. Und ich meine, wenn ich mich nicht täusche, war das dieses Fahrzeug, das ich die leichte Rallye-Events genommen habe. Und ich täusche mich gerne, also von daher, ich bin mir sicher, dass ich mich getäuscht habe. Und let's go! Wir werden mal hier den Wagen ein bisschen auftunen. Als allererstes brauchen wir Schneereifen. Das kaufen wir uns als erstes. Upsala. Das sieht so viel schneller als auch in Gran Turismo. Das ist einfach ein Genuss hier. Ja, kaufen wir Motor-Upgrade. Eins, ich brauch mir keine Sorgen zu machen wegen Geld. Ich habe nichts ercheatet. Alles gespart hier jetzt. Real Talk. Und ich werde mir definitiv noch einen Auspuff noch dazu kaufen, damit der Wagen sich ein bisschen besser anhört. Hier machen wir das auch schon mal. Jawoll. Aber wir tunen das aber trotzdem bis 250 kW, so ungefähr. Ja. Komm, was können wir noch bauen hier? Einlasssystem und dann so ein Rennlüfter. Jawoll. Punktland. Ne, warte, wir brauchen 278 kW, war das, ne? Ah, egal. Was wir aber noch machen werden, definitiv hier noch Kupplungen einbauen. Turngrad. Damit die Gänge auch schön schnell hier schalten, ne? Und Fahrwerk und das war's dann auch schon. Also Gewicht werde ich nicht runtersenken. Der Wagen wiegt ja auch nicht so viel, glaube ich. So. Passt. Und ich glaube, ich muss 1 kW runterschrauben von der Leistung her. Dann machen wir das auch ganz schnell. Aber dazu werde ich das Spezial-Event hier wieder auswählen. Und ich glaube, das wird auch dann heute das letzte Etappen-Rally-Event hier für uns heute. Und dann machen wir den nächsten Part weiter. So, Schneereifen sind drauf. Und dann werden wir hier unter Leistungsbegrenzer hier um 0,1% die Leistung niedriger machen, damit wir hier teilnehmen dürfen. Super. Und ich hoffe mal, dass diesmal dieses Rallye-Event ein bisschen spannender wird. Ah, ich habe da gesehen, wir könnten auch einen Audi Quattro kaufen. Ey, das wäre eigentlich viel, viel geiler. Aber den Wagen, den wir jetzt aktuell haben, ist auch ein schönes Fahrzeug. Also wir haben nichts Falsches gemacht, glaube ich. Die Ladezeiten, die gehen so richtig schnell. Das ist echt mega nice. Richtig nice ein Stein. Habe ich schon so lange nicht mehr gesagt, das Wort nice Stein, ne? Und ich glaube, das ist aber nicht das Fahrzeug, das wir in GT4 benutzt haben. Also ihr könnt das gerne für mich einmal nachschauen. Gran Turismo 4 Let's Play. Was wir hier bei den leichten Rallye-Veranstaltungen dafür ein Zynika gefahren sind. Ich glaube, aus den 80er war das, glaube ich. Aber selbe Farbe, ich weiß noch ganz genau, wir hatten ein rotes Fahrzeug gehabt. Oh. Der Wagen hört sich schon mal richtig Eisenstein an. Okay, ich höre jetzt auf, Eisenstein zu sagen. Und wir fahren jetzt mal hier durch die Strecke entlang. Wo sind wir jetzt? Definitiv nicht in Afrika. Ich glaube, in Südafrika könnte es vielleicht sogar schneien. Aber definitiv nicht so im Norden von Afrika. Oh! Ja, ich habe voll vergessen, dass die Bremsen ja so richtig kaka sind hier. Und dennoch haben wir so viel Vorsprung, ey. Ganz ehrlich, wenn das Spiel zulässt, dass wir 258 kW nur maximal fahren dürfen, dann nutze ich das auch so entsprechend aus jetzt hier. Ich habe extra Gewicht jetzt nicht runtergesenkt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die anderen Fahrzeuge... Yo, wir haben noch mehr Vorsprung. Ich weiß nicht, ob die anderen Fahrzeuge auch getuned sind, eventuell.
Also wir sind bestimmt irgendwo in Alaska oder so. Oder Grönland, kann ich mir auch gut vorstellen. Grönland kann ich mir auch gut vorstellen. Kanada vielleicht auch. Überall. Oh. Der Jump. Die Musik. Victory. Und ich werde jetzt auch gleich die Kaskonskontrolle runter machen. WP2, ich glaube Wertungsprüfung heißt WP, oder? Ist die Abkürzung, die offizielle Abkürzung für Wertungsprüfung. Tag 1 steht übrigens da auch. Ich vermute mal, wenn wir dann im nächsten Abschnitt dann hier bei Profi-Segment die Rallye-Events machen, dann bestimmt über mehrere Tage auch und dann auch entsprechend nachts fahren wir. Nein, da wollte ich jetzt nicht. Ich wollte die Traktionskontrolle ausmachen hier. So, let's go. Die Zuschauer sind wieder total verpixelt hier. Guckt euch das mal an hier, ey. Also da sahen die Zuschauer in Gran Turismo viel deutlich besser aus. Yeah, juhu, yeah, juhu, hey, juhu. Macht die Zuschauer nach. So jubeln die. Yeah, juhu, yeah, juhu. Und dann die ganze Zeit so. So läuft das. So läuft der Hase. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut gewesen. 4, 3, 2, 1, 150, 2 links lang. Jupp. Alles klar. 2 links lang. Machen wir sofort. Ich habe eigentlich gedacht, das dauert nicht so lange. Deswegen, ich habe eigentlich gedacht, dass wir alles in einem Part schaffen werden. Aber ich werde definitiv den Part hier splitten. Oder beziehungsweise. Ihr kennt mich ja, ich ändere ja sehr schnell meine Meinung. Oder, ja, meine Gedanken, wie es auch immer. Und vielleicht fahre ich doch heute noch die Asphaltveranstaltung und dann im nächsten Part fangen wir mit Aspect an. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, ein bisschen Abwechslung sollte es ja so schon sein. Abwechslungsreich. Den Audi Quattro haben wir schon gleich überholt. Ui. 6 links. 6 links, wir haben keinen 6. Gang, glaube ich, mit dem Wagen hier. Aber 2 links definitiv. 7 links. Oh, 7 links? Ne, das ist definitiv keine 7. Ach so. Okay, hier, das ist 2 links, definitiv. Ich habe ja wieder runtergeschaltet. 10 Sekunden, okay. Ich übertreibe das ja restlos jetzt, ey. Das ist ja heftig. Warum mache ich sowas? Auch allgemein, in Schnee sind die KIs ein bisschen langsamer. Alles okay, glaube ich. 150, okay. 3 links. Und 3 links. Okay, alles verstanden. 7 rechts. Rechts. Okay, ach ja, ich wollte ja die Musik eigentlich ausmachen, aber die Musik finde ich doch einigermaßen hier entspannt. Aber wenn wir definitiv für die 24-Stunden-Rennen fahren, dann mache ich ohne Musik. Da kann ja schon ab und zu mal die Musik ja schon nerven. Genauso wie mein Commentary auch. Weil ich muss mal einen Part rausbringen, komplett ohne Commentary. Vielleicht ist das auch ganz gut. Aber das habe ich ja, sowas ähnliches habe ich ja mal gemacht. Als ich ja ein bisschen online gespielt habe hier in Gran Turismo 5. Ja, mit der Mastermod kann man online spielen. Und da habe ich ja mal ein Video rausgebracht. No Commentary. Eine Stunde lang, wie ich online gespielt habe. Und das wurde zwar sich gut angeschaut, ich kann aber euch wieder mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen labern, denn... Oh ja. Denn zwar ist das Video eine Stunde lang und hat auch um die 450 Aufrufe, glaube ich, aktuell. Aber, jetzt kommt's, wurde durchschnittliche Wiedergabezeit 4 Minuten. Jop. 4 Minuten, obwohl das Video eine Stunde lang ist. Also nicht mal ein Zehntel von dem Video wurde sich angeschaut. Deswegen, so längere Videos einfach zu lang sind auch, ne? Und deswegen glaube ich, ja, jetzt habe ich mein Urteil gesprochen. Ich werde nach diesem Event, dieser Wertungsetappe, werde ich dann einen Cut setzen hier. Sonst wäre das Video viel zu lang. Halbe Stunde möchte ich pro Video machen und dementsprechend, ja, werden wir das jetzt einfach abwechseln. Ich werde, glaube ich, dann im nächsten Part dann ein bisschen Aspect fahren.
Und so machen wir das dann halt, ne? Wertungsprüfung 3. Rallye ist schon was Schönes, aber hier ist es definitiv ein bisschen zu too much. Und ich hoffe, dass das Spiel jetzt nicht abgestürzt ist, weil die Ladezeit ist ein bisschen zu lang. Okay, gut. Alles easy peasy. Und oh mein Gott, ich habe gesehen, wie lang die Wertungsprüfung hier ist. Also locker 3 Minuten brauchen wir für die Wertungsprüfung hier. Gut, dann machen wir das so. Eieieiei. Guck mal, wie die Schatten hier sind. Ne? Die sind, glaube ich, nur mit 10 FPS gerendert. Ja, auf solche Dinge achte ich. Sehr. Kennt mich ja. Weit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Handelbank. Wer diesen Insider kennt, ne, bitte einen Daumen hoch geben hier in diesem Video. Nein, braucht ja nicht. Das war nur ein Scherz von mir, ein Joke, aber mit Abstand die beste Stelle von diesem Video. Türkische Welle. So, könnt ihr euch gerne mal auf YouTube anschauen. Türkische Welle. Und da gibt es auch viele Parodien zur Türkische Welle. Kennt, glaube ich, von den neuen Zuschauern, also von den jüngeren Zuschauern, glaube ich, nicht so viele das Video. Ist ein Alltime-Klassiker. Ich glaube, 2010 war das so, glaube ich, ein Trend gewesen, das Video. Und dann relativ schnell auch dann Interesse verloren. Genauso wie ICQ zum Beispiel. Ich habe übrigens ein Video gesehen, wie heißt nochmal der YouTuber? Ich habe ein deutscher YouTuber, der hat halt so erzählt, wie ICQ entstanden ist und wie beliebt ICQ auch war. Und ich habe ICQ damals auch benutzt. Ich kenne meine ICQ-Nummer übrigens nicht auswendig, leider. Aber ich glaube, ICQ hatte um die 20 Millionen Benutzer gehabt. Nicht richtig viel. Und war halt besonders 2005 bis 2010 sehr beliebt gewesen. Aber dann, nachdem Facebook dann halt im Trend wurde, beziehungsweise halt jeder sich in Facebook registriert hat, ist auch dementsprechend schnell ICQ auch untergegangen, leider. Ich glaube, ICQ gibt es heutzutage immer noch. Wird häufig, glaube ich, am meisten noch in Russland benutzt, ICQ. Habt ihr das gesehen gerade? Hier diese Spitze, egal. Und ICQ hatte ich auch damals gehabt und da gab es auch noch so richtig geile ICQ-Spiele. Ich habe jetzt wieder vergessen, wie das Spiel heißt. Das war so ein Schafspiel. Also da spielt man so Schafe und man konnte mit diesen Schafen halt herumgehen. Also die haben sich verkleidet als Kriegsveteranen halt. Einer hatte Bazooka, andere hatte irgendwie AK oder so. Und der andere, keine Ahnung. Ja, und das war so ein Strategiespiel war das jetzt nicht, aber das war ein Rollenspiel. Na, auch ein Rollenspiel. Ne? Keine Ahnung, wie dieses Genre heißt. Jedenfalls konnte man halt die Schafe steuern und musste halt das gegnerische Team auch halt besiegen, diese Schafe. Und das war ein richtig geiles Spiel. Das habe ich sehr viel gesucht damals mit 2 Kollegen, glaube ich, hauptsächlich nur. Ich hätte auch, glaube ich, in ICQ nur 3 oder 4 Kollegen gehabt, mit denen ich immer geschrieben habe. Und halt viele Kontakte gehabt, die habe ich zwar geaddet, aber nie mit denen so geschrieben auch. Und ja, ICQ war schon echt cool damals, muss ich echt sagen. Und wie gesagt, 2011 oder 2012, also spätestens 2012 ist, glaube ich, ICQ dann untergegangen, richtig, leider. Wurde ja auch, glaube ich, richtig krass verkauft, also für 800 Millionen Euro oder so, meine ich. Damals, 1999, eine israelische Firma, meine ich, war das so. Ich habe das Video jetzt wieder komplett vergessen, also wie mal ICQ entstanden ist. Zwei rechts. Aber hier ein sehr interessantes Video, falls ich das nicht vergesse, das werde ich bestimmt vergessen, werde ich euch vielleicht einmal das Video in der Videobeschreibung packen. Aber ich werde es definitiv vergessen, da bin ich mir ganz sicher. Zwei rechts, okay. Jetzt müssen wir uns ein bisschen mehr auf das Rennen wieder konzentrieren. Das ist ein zu leichtes Rennen wieder mal. Ei, caramba, das hätte ich, glaube ich, im Stream nochmal machen sollen, ey. Das ist so dumm. Egal. Das Blöde ist, ich kann jetzt nicht den Spielstand zurücksetzen, weil ich natürlich keine Sicherung für meinen Spielstand gemacht habe. Weil das ist definitiv eigentlich mehr Livestream-Gedöns hier, was wir jetzt machen. Warum ist diese Etappe auch viel, ist aber viel zu lang? Excuse me, aber ist viel zu lang und auch relativ langweilig hier. Ja, vor allem, weil ich so halt so overpowered bin hier, ne? Das ist auch, glaube ich, ein Grund dafür. Hier rechts, ja, okay, verstanden. Sieben links. Oh mein Gott.
Ich habe gesagt, 3 Minuten lang wird die Etappe dauern, aber die dauert noch länger, ey. 6 Minuten. So lang wie eine Nordschleife-Runde. Ungefähr, also 8 Minuten. 4 links, okay, verstanden. Ja, eigentlich brauche ich den gar nicht. Ich höre eigentlich sowieso nie so richtig zu, was er sagt. Weil ich gucke die ganze Zeit die Minimap an. Weil die Minimap vereinfacht das alles extrem. Das war auch bei Dirt 3 übrigens so gewesen. Bei Dirt 3, da gab es ja auch immer so eine Minimap. Und ich glaube, da ist das Ziel auch schon. Aber da gab es auch so eine Minimap und ich habe eigentlich ganz auf die Minimap geachtet und nie so auf den Fahrer gehört. Und bei Dirt Ready ist es halt genau andersrum. Beziehungsweise gab es halt keine Map. Und da muss man schon wirklich auf die Ansagen hören von den Beifahrern. Das darf man nicht unterschätzen, aber hier kann man es ruhig vergessen, hier bei Gran Turismo 5. Und ich habe da vor kurzem auch mal gesehen, da gab es ein Voting von GT Planet, ob Rallye zurück, also ein Comeback feiern soll in Gran Turismo 7. Beziehungsweise nicht Comeback, aber soll überhaupt Gran Turismo 7 wieder Rallye-Events hinzufügen. Und wenn ich mir jetzt so die Rallye-Events hier in Gran Turismo 5 mir anschaue, dann hätte ich jetzt kein großes Interesse da dazu. Dauert wieder so lang, also das wird wieder eine lange Etappe. Ja, relativ lang. Machen wir weiter hier. Weiter. Wir haben doch keine Zeit. Vor allem jetzt bei der Länge, wenn ich. Oh mein Gott, warum? Und jetzt muss ich nur alles so hochladen auf YouTube, ne? Und ihr wisst ja, letzte Zeit ist bei mir wohl davon ja relativ kacke, also das Internet richtig blöd. Und ja, ich brauche dann wahrscheinlich für dieses Video locker eine Stunde hochzuladen. Ja. Ja, das ist kein Problem. Ich nehme übrigens am 31.11. auf. Und wenn ich mich nicht täusche, habe ich geplant, dass ich das Video am 2. Dezember veröffentliche. Das hat einfach den Hintergrund, weil in letzter Zeit auch YouTube irgendwie spinnt. Vielleicht. Ja, kennt ihr das ja auch? Vielleicht ballert ihr auch regelmäßig Videos auf YouTube hoch. Und die Verarbeitung in letzter Zeit von YouTube ist relativ lahmarschig. Da braucht gut und gerne mal so ein Video halt 2 Tage. Deswegen ich jetzt halt das Video dann heute am 30.11. hochladen werde und dann am 2.12. dann veröffentliche. Jawohl, ich habe mich ja verbremst. 7 Sekunden Vorsprung, Rudi Muni. Ja, jedenfalls, was soll ich mal sagen? Ja. Und da hat YouTube 2 Tage Zeit. Also, na, nicht ganz 2 Tage, 1,5 Tage Zeit ungefähr. Das Video zu bearbeiten. Deswegen, ich hoffe, dass es genug Zeit ist für YouTube. Aber ich habe mal ein Video hochgeladen. Das war das Gran Turismo 2000 Gameplay-Video. Das Video ist gerade mal 5 Minuten lang und YouTube hat dafür 2 Tage gebraucht, um das Video zu bearbeiten. Aber es gab auch wiederum andere Videos, die waren deutlich länger und da hat es nicht so lange gedauert. Was kürzer. Naja, mal schauen. 30 Sekunden Vorsprung. Auch sehr entspannt wieder mal. Die Prüfung. Zu entspannt. Die sind zu schnell. Da ist das Ende, glaube ich, schon, oder? Nee, das ist nur ein Sektor. Lass es stehen, höre ich immer hier. Übrigens auch noch eine schöne Sache. Meine Videos wurden, oder meine Streams wurden nicht gesperrt. Hurra! Also kann ich hier eigentlich Musik laufen lassen die ganze Zeit. Werde ich zumindest hier das vielleicht sogar tun für Rallye-Events, weil, ja, ihr seht das ja auch gerade, ne? Das ist ja so recht entspannt. Ich hoffe, ihr guckt euch das Video irgendwie so um 23 Uhr an, kurz vor Einschlafen und dann, wenn ihr euch das Video anschaut, dann seid ihr richtig müde und könnt dann richtig gut einschlafen. Das ist so, glaube ich, meine Taktik dahinter für das Video. So als Einschlafvideo sozusagen. Richtig Genie wieder in der Game. Ich sag Game, der ist so ein schlauer Bürschchen, so ein schlaues Bürschchen. Ja. Oh mein Gott, was laber ich hier wieder mal? Ich habe gut gegessen. Ich glaube, deswegen bin ich so durchgeknallt. Eigentlich bin ich wenig essen. Dann bin ich richtig hyperaktiv. Aber noch krasser hyperaktiv werde ich, wenn ich Energy Drinks trinke.
Oder Coca-Cola. Ich glaube, Coca-Cola noch krasser als bei Energy Drinks. Ihr kennt das ja bestimmt auch, ne? Ich glaube, einige meiner Zuschauer trinken ja auch viel Energy Drinks. Und kennt ihr das, wenn ihr zu viel getrunken habt, dann seid ihr ja richtig hyperaktiv. Ich habe auch heute Morgen Kaffee getrunken. Kann auch gleich an Kaffee liegen. Aber mir ist es, glaube ich, so, wenn ich Koffein mit Zucker halt zu mir nehme, dann werde ich was. Dann werde ich so richtig was. Zwei rechts. Zwei rechts, ja. Ich habe auch eine Zeit lang G-Fuel getrunken. So ein Energy-Pulver. Und da ist, glaube ich, kein Zucker drin, sondern Süßstoff oder so. Und da merke ich das nicht so krass mit der Hyperaktivität. Aber da kann ich mich auch deutlich besser konzentrieren, muss ich sagen. So. Das ist jetzt die, hoffentlich die vierte Etappe, aber ich glaube, das ist die dritte erst, ne? Ne, das ist die vierte, meine ich. Ja, vierte Etappe, sauber. Jetzt heißt noch eine Etappe, dann sind wir endlich durch, ey. Und ohne Scheiß, ich hab keinen Bock mehr auf Rally. Deswegen, nächsten Part fahren wir Aspect. Bin ich ganz, ganz, ganz sicher, dass wir Aspect im nächsten Part fahren. Und auch hier dauert das so richtig lange zum Laden. Also dementsprechend, glaube ich, wird auch diese Etappe 12 Minuten dauern locker. Es sei denn, jetzt kommt es zu einer Überraschung. Ja, ich schätze mal 5 bis 6 Minuten ungefähr wird die Etappe dauern. Also wird die Folge wie eine XXL-Folge. Wie geil ist das denn? Also 40 Minuten mindestens. Wie die alle jubeln hier, das ist so wunderbar. Freut mich sehr. Alter, ich glaube, die haben bestimmt dann am nächsten Tag so eine richtige heisere Stimme, Alter. Die können bestimmt nicht mehr reden. Aber auch wenn wir wegfahren, dann jubeln die wahrscheinlich weiter, ne? Ich finde es übrigens bei Dirt richtig cool. Und nicht nur bei Dirt, sondern auch, glaube ich, bei Crit. Wenn man stehen bleibt und nicht fährt, dann buhen die Zuschauer dich aus. Das finde ich auch ganz cool. Also ich glaube, im Real Life wird das jetzt nie passieren. Wenn einer jetzt irgendwie stehen bleibt und nicht weiterfährt mit Absicht, dann im Gegenteil, glaube ich, freuen sich die Zuschauer. Da können die das Auto, ja, den Rennwagen halt besser bestaunen auch von nahen her. Und wenn der Motor auch noch läuft, umso besser auch, ne, glaube ich. Dementsprechend. Warum buhen die Zuschauer in Crit 2018 meine ich? Buhen die auch, aber 2008 definitiv. Crit 2008, da buhen die Zuschauer definitiv einen aus. Ist zwar lustig, ist vielleicht sogar ein Easter Egg, soll glaube ich auch ein Easter Egg sein. Aber ich glaube, eigentlich jeder ist mal einmal in Crit 2008 stehen geblieben. Weil ja, keine Ahnung, irgendwie zur Toilette muss oder so. Und oh mein Gott, wir haben eine Begrenzungszeitstrafe bekommen. Ay caramba, dass wir sowas auch mal leben hier. Ich glaube, wenn wir hier die ganze Etappe mit 80 km/h fahren, werden wir sicherlich auch locker die gesamte Etappe gewinnen hier. So schnell sind wir. Ich weiß auch gar nicht, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viel Vorsprung wir haben. Drei Licks. Eventuell kaufe ich mir ein Auto ungetuned. Wir können ja, glaube ich, die typischen Gegner uns anschauen und im nächsten Segment, glaube ich, dürfen nur Rallye-Autos teilnehmen. Und ich glaube, ich werde mir dann ein Rallye-Auto ungetuned holen. Eventuell Schneereifen und Matschreifen dazu montieren. Und das war's dann auch schon. Mehr mache ich gleich. Vielleicht Ölwechsel. Ölwechsel ist immer cool. Weil mir in Gran Turismo 5 finde ich die Musik auch dazu. Sehr geil bei GT Auto. Und auch allgemein, wie es halt so dargestellt wird. Wie Öl gewechselt wird, das ist auch richtig nice. Drei links. Sechs rechts. Ich sehe schon, wie viele das Video hier disliken, weil es einfach so langweilig ist. Das kann ich aber total nachvollziehen. Fünf links. Deswegen dürft ihr das auch ruhig machen. Aber allgemein, wenn ihr ein Video auch nicht so toll findet von mir und irgendwie das mir so zeigen möchtet, könnt ihr das auch natürlich machen. Es wäre immer halt immer nur ganz cool, wenn ihr auch dazu schreiben würdet, warum ihr das Video disliked. Ich bin nicht sauer, wenn ihr das macht. Bei dem Video kann ich mir das halt gut vorstellen, weil es so langweilig ist, weil ich hier overpowered bin bis zum geht nicht mehr.
habt ihr natürlich die Berechtigung dazu, das Video auch zu disliken und entsprechend. Aber bitte dann auch dann kommentieren, damit ich weiß, wo ich mich dann halt verbessern soll. Das ist halt immer so ein Feedback. Das Feedback ist immer gut. Zwei ne? rechts. Aber ich möchte jetzt euch nicht animieren, dass ihr alle das Video disliked. Das war jetzt nicht gemeint, sondern nur wenn euch das Video langweilig ist oder so. Dann, ja, könnt ihr das entsprechend machen. Aber ich freue mich natürlich, wenn euch das Video hier gefällt und ihr auch viele Likes hier gibt. Da bin ich euch immer mega dankbar diesbezüglich. Und das unterstützt mich auch ein kleines bisschen. Aber ich habe ja immer gesagt, ich bin jetzt nicht so irgendwie notgeil oder so. Und ich mache ja kaum Clickbaits. Ich habe, glaube ich, nur ein Clickbait gemacht. Bei Gran Turismo 4 Let's Play. Gran Turismo 5 Prolog Let's Play, so rum. Da habe ich im Thumbnail so einen roten Pfeil gemacht. Auf Verlassen angezeigt. Das war, glaube ich, der vierte Part oder so gewesen. Und natürlich war diese Folge auch, wenn man das halt mit Folge 3 und 5 vergleicht, ist die Folge hatte mehr Aufrufe als 3 und 4. Fast so viel wie, glaube ich, die erste Folge auch. Also, das ist schon echt krass, was Clickbait so alles bewirkt. Aber ich bin so einer, ich bin gegen Clickbait und ich mache das eigentlich so gut wie nie. So gut wie nie. Also ich habe es einmal gemacht. Und 16 Minuten hat es gedauert. Ja, geil. Ich werde jetzt aber definitiv hier einen Cut setzen und im nächsten Part werden wir Aspect fahren, weil das so langweilig hier ist. Holy Modi, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Vielleicht habe ich jetzt deswegen auch verdrängt, was man hier so machen kann, weil ich habe wirklich null Ahnung gehabt, als ich hier die Rallye-Events hier gemacht habe, also im Stream. Naja, jedenfalls bedanke ich mich wahnsinnig fürs Zuschauen und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn nicht, könnt ihr gerne auch natürlich einen Daumen runter geben und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.